Willkommen zurück zu Part 26 von Medieval Dynasty. Unsere Frau fühlt sich nicht so wohl. Sie sagte, wir sollten nach einem Kräuterkundigen suchen. Ich habe dann Questmarker einen ausgemacht. 1800 Meter in Rolnica. Ja, wird ein kleiner Marsch. Wir sehen uns da. Bis gleich. Sieht irgendwie magisch aus, ne? Also, bin immer noch auf dem Weg nach Rolnica. Aber solche Lichtverhältnisse hatte ich in dem Spiel noch nie. Erinnert ein bisschen an, wie hieß das, Tanaris aus World of Warcraft? Bin mir nicht sicher. Aber eins steht fest, es ist Zeit für ein Lager. Es ist Zeit für ein Lager. Das suche ich jedes Mal, ne? Lagerfeuer. 16 Stöcke brauche ich. 3. Sieben, acht. Zwölf. 13, 14, 15 und ein noch. So, jetzt wird noch was getrunken und dann geht's weiter nach Rolnica. Hoffentlich komme ich an. Ja, ja, das idyllische Rolnica. Mir ist auf dem Weg hierhin aufgefallen, dass dass Wölfe nicht nur mich jagen, sondern auch so andere Tiere. Hasen zum Beispiel. Ist mir vorher noch nie aufgefallen, zumindest nicht bewusst. So. Aber wir haben jetzt gerade Wichtigeres zu tun. Nämlich mit einem Kräutergelehrten zu reden. Ich brauche deine Hilfe. Meine Frau ist schwanger und sie braucht dringend eine Heilerin. Was gibt es denn für ein Problem? Ich weiß nicht genau. Sie fühlt sich seltsam, unwohl. Ist es ihr erstes Kind? Ja. Das wird schon. Gib ihr einfach etwas Fruchtsaft oder sowas. Ich glaube, du hast mich nicht ganz verstanden. Du wirst jetzt bereitwillig all deine Heiltränke und Kräuter einpacken und mir zu meiner Frau folgen und ihr helfen, kapiert? Lass mich meine Tasche holen. Wunderbar. Allerdings müssen wir unterwegs noch ein paar Zutaten sammeln, nur um sicher zu gehen, dass wir auf alles vorbereitet sind. Alles, was nötig ist. Meine Reputation hat sich um 140 verbessert, allein dadurch. Eine Sekunde mal. Im Dorf hat keiner Wasser. Warum? Was macht Kanuta? Status kein Wasser. Beruf Wasserträger. Ja. Hä? Warte mal, Materiallager. Was haben wir da? Eimer genug. Vielleicht müssen die Eimer in den Nahrungsmittellager. Grimilda. Arbeit. Nö, geht halt nicht. Ja, müssen die sich da rausholen?
Kann ja nicht so schwer sein. Die Frage ist, was muss ich jetzt machen? Tagebuch. Sicher ist sicher. Ich muss so schnell. Habe ich gemacht. Breitwegerich, ich brauche die noch drei, okay? Achso, sie folgt mir. Ich habe Hunger. Wenn ich wüsste, wie das aussieht, ne? Also hier in dem Spiel. In echt sieht es halt ähnlich aus wie Spitzwegerich. Ja, wir machen uns mal auf den Weg nach Hause. Bis dahin haben wir ja noch viel, viel, viel Zeit, den Breitwegerich zu finden. Schalt mal so ein bisschen die Augen auf. In der Hoffnung, ihn zu finden. Da haben wir einen. Zwei. Drei. Hä? Sicher, sicher. Speisemorscheln haben wir. Breitwegerich haben wir. Abliefern an Grimilda. Oh, Bronzesichel nehmen wir doch mit. Sonst noch irgendwas? Nö, ne? Schade. Ja, ich hoffe, die muss ich nicht wieder zurückbegleiten. Wenn sie denn bei uns war. Weil so ohne Pferd sind die Wege natürlich extrem. Aber ich erspare euch. Wir sehen uns gleich wieder. Kleine Info am Rande. Mir ist gerade eingefallen, warum die kein Wasser sammelt. Naja, ich habe sie zwar eingestellt am Brunnen, aber ich habe ihr nicht gesagt, sie soll Wasser sammeln. Und jetzt macht sie zu 100% alle Wassereimer immer voll. Ja, meine Dummheit. Sollte sich oben links gleich erledigt haben mit der Anzeige. Kommt nicht wieder vor, versprochen. So, ich sag euch, das ist ein Gewaltmarsch. Zweimal quer über die Map. Einmal hin, einmal zurück. Und alles nur für die Hilfe fürs Baby. Und wie versprochen, oben links, keiner hat mehr Wassermangel. Sie arbeitet. So. Und was ist die Diagnose? Und Mann, sie spricht einen immer so, und Mann und Frau, und was ist die Diagnose? Alles wird wieder gut, es war aber nur eine kleine Verdauungsstörung, jetzt fühle ich mich irgendwie so dumm. Das solltest du nicht, kein bisschen. Es gefällt mir nicht, eine solche Bürde zu sein. Das bist du nicht, du bringst gerade etwas fertig, das ich niemals schaffen könnte. Und alles für unsere Familie, nichts macht mich glücklicher, als dir dabei Zeit zu stehen zu dürfen, bla bla bla. Mein ganzes Leben lang musste ich immer stark sein, es tut gut, auch meine Pause einlegen zu dürfen. Und du machst es mir möglich, danke. Ich bin für immer für dich da, wie du immer für mich da bist. Jetzt ruhe ich etwas aus. Ja, krass, ne? Also,
War einfach alles für nix, ne? Ja, ja, was soll's. Sicher ist sicher, ne? Haben wir noch Dünger? Wir haben noch 62 Dünger. Warum düngen die nicht? Warum wird die nicht ausgesät? Alles muss man selbst machen. Wir schnappen uns mal den ganzen Dünger. Jetzt fegen die jetzt zu zweit drin. Unglaublich. Nehmen wir uns mal das einfache Säckchen. So. Moment mal. Warum machen die das nicht? Sind die zu faul? Sind die zu dumm? Bin ich zu blöd? Dünger war da. Die haben aber nichts ausgebracht. Ja, hier so ein kleines Stück, ja. Aber mehr nicht. Das muss doch alles auch noch bestellt werden. Das ist doch das Problem. Vielleicht machen die ja wenigstens das. Das ist schon Arbeit, ne? Also es dauert schon. Alter Falter. Hoffentlich haken die das gleich wenigstens oben hier. Ups. Oh, ein Säckchen ist kaputt. Aber das ist ja kein Problem, seitdem ich weiß, wie man neue macht. Vorher waren die mal richtig teuer. Ich glaube 70 Münzen pro Sack. Und das ist echt schon heftig, wenn man überlegt, dass man nur, ich glaube, 2 oder 3 Leder braucht, um so einen Sack herzustellen. Ja, ist schon krass. So. Das Feld ist schon mal, zumindest ist da der Dünger schon mal aufgebracht. Hier haben die auch schon angefangen, aber noch nicht weitergemacht. Kann ich eigentlich auch direkt den Dünger auslegen. So viel ich halt noch habe. Dann kann man da auch anfangen, schon mal zu bepflanzen. Ah, Feld 5 ist das, okay. Ich habe keine Hacke, ne? Ja, ich leg mal den Dünger weg, vielleicht machen die da morgen weiter. Das würde ich begrüßen. Oder warte, vielleicht kann ich hier sogar das so noch einstellen, was die zu machen haben. Da ist nur, was die herstellen, okay? Na egal, sollen die morgen mal. Oder ich schaue morgen nochmal. Sonst muss ich das halt irgendwie umhaken und bestellen und bla bla bla. Die sind ja auch schon gepflügt. Der kann weg. So, das kann nicht weg. Und das kann nicht weg, weil es schon gedüngt ist. Gucken wir nochmal in die Verwaltung rein. Feld 5 ist hier gar nicht drauf. Krass. Feld 4.
Warum ist hier Feld 5 überhaupt nicht drauf? Ist das zu weit weg? Kann das? Nee, ne? Feld 4. Warum stand denn da gerade Feld 5? Das ist Feld 4. Und das hier? Feld 3. Okay. Das habe ich aber schon. Da habe ich aber schon draufgeschrieben, was da gepflanzt werden soll. Feld 4. Der muss halt noch weiter gepflügt und umgegraben werden. Ja. Vielleicht haben die keine Säckchen mehr, das kann auch sein. Gucken, ob jetzt gleich einer an die Arbeit geht. Vielleicht kann ich auch noch welche herstellen. Muss ich mal ins Materiallager schauen. Da habe ich auf jeden Fall genug Leder. 3, 1, 2, 4, 5. Ich mache mal 5 Stück. Da oben fehlt auch wieder irgendwas. Ist echt irgendwie nervig, dass ich keinen habe, der das herstellen kann. Er ist schon zugange. Sehr gut. Dann werden wahrscheinlich auch noch Haken fehlen. So, mal eben schauen, was fehlt. Scheune. Produktion nicht eingestellt. Kein Werkzeug. Sense, Hacke fehlt. Okay. Also Haken fertigen. Ich brauche 10 Stöcke, 2 Steine jeweils. Schauen, wie viele Stock hier sind. Mach mal 10 Stück. So. Wie viele Steine benötige ich? 'Guck mal, ich brauche sogar Holzstämme. Ein Holzstamm, 5 Stöcke. Das heißt, 10 Holzstämme, noch 7 Holzstämme und 50 Stöcker kann ich zurücklegen. Die hole ich selber eben, die 5. Sonst fehlen die da nur wieder für irgendwelche Teller und Tassen und was auch immer. So. Ja, man ist immer irgendwie zugange, ne? Holzhacke. Nee, komm, ich mach 7 Stück, ist mir egal. Ich glaube, ich wollte ECA, ja. Ich wollte 10 machen, jetzt mach ich halt 7. Passt auch schon. So, sehr schön. Jetzt einen Haken hier rein. Zip, 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 zip. Kupferpfeil, Holzschaufel, Holzhacken 7 rüber. Genau wie die Sichel, die packe ich rüber. Bronze Schuhschere packe ich auch einfach mal rein. Passt schon.
Sehr gut. So, jetzt fehlt hier in der Scheune angeblich noch irgendwie Werkzeug. Kann eigentlich nicht sein. Holzhacke, 7 Stück sind drin. Verschwindet wahrscheinlich gleich. So, schauen wir mal nach Handelswaren. Holzschalen. Eimer sind viele drin. Sind nochmal 150 mit Münzen oder was? Becher. Okay, einer. Fiolen, Weidenkörbe. Die nehmen wir mal mit. 3 Stück. Fiolen 70. Eimer. 85 von 60, bin zu schwer. Okay, so viele können wir nicht mitnehmen. Obwohl ich könnte... Ja, komm. Die Hälfte der Fiolen lasse ich da. Bringt nichts, ne? Die wiegen halt wenig. 10 wären 35 Kilo. Nee, Quatsch, das ist das Gewicht, glaube ich, von allen. Ja. Die Eimer sind so schwer. Dann verkaufe ich erstmal die Hälfte. Das geht. Ja, und mit dem Geld müssen wir dann mal schauen, dass wir so langsam mal irgendwie da hinten so ein paar Hühner zusammenkriegen. Das heißt, ein Huhn. Oder wir sparen für das Zeug fürs Pferd. Bin mir noch nicht sicher. So, kleines Fazit. Mit unserem Nachwuchs ist alles gut. Die Bauern hatten keine Werkzeuge, um die Felder weiter zu bearbeiten. Können die jetzt wieder machen. Wasser wird gesammelt. Und wir könnten eigentlich dann bald mit Sambo mal sprechen, damit die Quest auch vorangeht. Unigos Geschichte haben wir auch noch. Also das ist ja das mit Sambo. Dann können wir noch mit Alvin sprechen. Der gibt uns 20 Kupferpfeile. Genau, das sind die beiden Quests, die wir jetzt noch offen haben. Und darum kümmern wir uns im nächsten Part. Ich danke fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und ja, bis zum nächsten Part 27. Bye, bye.